unsere Vision ist ganz generell Gemeinnutz vor Eigennutz. Weißt, vielfach macht man sich Gedanken, wie können wir etwas tun für den Frieden der Welt, für die Gerechtigkeit und so weiter. Und all diese Begriffe sind mir eigentlich ein bisschen zu weit gewesen, oder? Also was soll ich letzten Endes tun für den Frieden auf dieser Welt? Oder? Das kann ja nur im Kleineren kann das, nachher stattfinden. Also eben, wir können jetzt uns unterhalten über Gletscherschmelze, über weiss ich den Teufel was, aber hinter all dem stecken halt wirklich die sozialen Probleme letztendlich, oder? Und es ist viel wichtiger, die anzugehen. Wenn ich jetzt schaue, bei unseren Nachkommen, oder? Sind die einen schon im Studium und so. Mhm. Und wie dann bei den Jungen zum Teil die Technologiegläubigkeit kommt, mit dem lösen wir das, oder? Mhm. Das ist halt leider nicht so. Mhm. Sondern wenn wir es nicht eben auch anders einstellen, den Menschen gegenüber, oder? Dann werden wir es nicht in den Griff bekommen, oder? Aber Ich bin ja von der technischen Seite her und sehe da einen grossen Nutzen in all diesen Sachen. Es braucht beides, oder? Ja. Ich komme eigentlich aus einer sehr, ja, kann man sagen, armen Familie. Aber gerade darum hat man entsprechend auch gelernt, teilen miteinander. Und ich hatte aber die Möglichkeit gehabt, dass ich mit Kollegen zusammen eine Firma gründen konnte. Diese Firma ist auf einer besonderen Strategie aufgebaut worden und ist sehr erfolgreich geworden. Und eben, dort ist das, ja, man kann sagen, ein religiöser Grundsatz, es ist ein ethischer Grundsatz, der eigentlich sehr praktikabel wird. Eben, wenn ich immer wieder sage, Gemeinnutz vor Eigennutz. Und das ist übrigens auch ein wirtschaftliches Prinzip gewesen, wo wir in der Firma dann gepflegt haben. Mhm. Dort war Gemeinnutz ist einfach der Kundennutz. Und das hat uns eben als Firma dann auch sehr erfolgreich gemacht. Leider haben wir es als Menschheit eigentlich nie begriffen, dass es, dass es genau eben von diesem Prinzip her am einfachsten ist, dass wirklich dann am Schluss allen gut geht. Das ist auch zwischen uns zwei ungerecht. Oder
dass du, wo du so viel machen tust, eben eigentlich jetzt vielleicht da nicht die nötigen Mittel hast, ja. Oder? Das bedrückt mich eher, ja. Oder? Ja, darum hast du mir ja auch angelegt. Ja. Ja. Aber irgendwie, wenn man es als Ganzes anschaut, macht es ja auch Sinn. In dem deine Möglichkeiten und meine Möglichkeiten sich auf eine schöne Art ergänzen. Ich glaube es auch. Ja,